Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Ragnar Mod 6 mit Yogi. Hello, Krian. Krian, vielleicht kriege ich jetzt Strom an meinen Koker. Mit den richtigen Kabelverbindungen. Das hier machen wir ab. So, wir machen erstmal ein bisschen Lärm hier. Wir werden jetzt den Quascher nutzen in der Hoffnung, dass er genug Strom hat. Jetzt haben wir den MV-Wire-Connector. Mit dem MV-Wire-Connector können wir das MV-Coil machen. Haha! Birds on the Wire. Du bist leer. Du produzierst noch. Du bist quasi leer. Du bist noch voll. Warum bist du denn noch voll? Ich stand doch Show Recipes. Ich brauche Bitumen und dann kriege ich daraus meinen Coke. Das hätte ich eigentlich direkt mitnehmen können, aber habe ich nicht gemacht. Njong. Njong. Diese Nähe, die Nähe unserer Heimat ist einfach Frame Verlust instant. So. Du Budik. Musst reinkriegen von links und musst rausgeben nach rechts. So, weil du produzierst, kriegst rein und gibst raus nach rechts. Das ist korrekt. Ey, ein Crusher da unten wieder alles. So, wenn ich den hier anschließe, sollte der jetzt da wieder Strom reingeben. Ja, wir tanken wieder Strom rein. Noch schlauer ist es wahrscheinlich, wenn wir hier den Output. Ui! Ja, an Land komme ich mir schneller vor. Obwohl ich es wahrscheinlich nicht mal bin. Machen wir es so: Wir packen den dahin. Ma. Und theoretisch sollte er jetzt von da den Strom automatisch bis hier durchschicken. Und der schickt ihn automatisch da drüben rein. Hoffentlich ist damit jetzt unser allgemeines Stromproblem gelöst. Bottle of Enchanting war eigentlich gar nicht so dumm. Moment, ich hole mir mal ganz kurz drei von dir. Wo bist du? Da bist du. Ich hätte gerne mal so eine Bottle of Enchanting, Mr. Trader. Hol mir gleich zwei, dann kann ich mir noch zwei Inside Full Crystals machen. Da müsste noch ein Ding kommen. So, und dann werden wir wahrscheinlich den Rest der Episode, vor allem drüben bei Botania, einfach nur dumm rumstehen. Weil wir warten müssen, dass wir genug Mana für den ganzen Unsinn haben, der jetzt noch ansteht. Schauen wir mal. Insightful. Insightful Crystal. Sag jetzt nicht, ich brauche den Scheiß, um das machen zu können. Brauche ich jetzt noch Sulfurized Diesel dafür? Bitte sag nein, Spiel. Dann brauche ich ja den Sample Drill und wahrscheinlich den Pump Check. Oh nein. Nein. Please don't. Die Sparks sollten erstmal reichen. Da ist was keine Energie drin, dann ist es egal. So. Tendenziell sollte man jetzt in der Lage sein, wenn ich davon erstmal eins in das Pulver verwandle. Ding. So, und jetzt soll der hier nämlich dann anfangen zu craften. Jetzt klappt das. Ist doch schon mal gut. Dauert zwar einen Moment, aber immerhin. So. Wir brauchen, glaube ich, für jedes von den Dingern von diesem tollen Mana Dust. Also produzieren wir Mana Dust. Schön. So, weil jetzt mache ich erstmal die ganzen
die ganzen Runen, die ich brauche. Aha. Eins hat noch gefehlt. Hauptsache irgendeine Flüssigkeit. Ein Grundteil hat noch gefehlt. Was war das denn nochmal? Das wollte ich holen, hab's noch nicht gemacht, weil ich dann erst ins End musste für die Chorusfrucht, um diesen Altar zu machen. Davon brauche ich auch noch einen Altar, sonst kann ich nicht in Blood Magic reingehen. Brauche ich jetzt noch mehr Bitumen oder Drop Pop Candy? Dich. Kriel macht wieder ein paar Süßigkeiten. Oh, falsche Taste. Krian, der alte Coke-Dealer, Coca-Cola-Dealer. Oh, dummerweise das. Beim Ausräumen meines Inventars habe ich natürlich jetzt die ganze Bone Meal rausgehauen. Das brauche ich doch hier. Kohle, ein bisschen Bitumen. So. Carpet haben wir. Brown Mushrooms. Haben wir Brown Mushrooms? Ich würde jetzt sagen, bestimmt, aber das dachte ich schon bei so vielen Dingen. Weißt du, ob wir noch irgendwo Bitumen haben? Wenn, dann neben den Ofen. Okay, dann haben wir nichts mehr. Das habe ich schon. Das ist Kohle. Ha! Nehmen wir doch das. Zwei braune Mushrooms haben wir. Ja. Nicht die Welt, aber immerhin etwas. Besser als nix, ne? Gehen wir hier drüben drunter, da passen wir nämlich drunter durch und kriegen keinen Stromschlag. Du. So, jetzt ist es voll. Was passiert jetzt? Ich befürchte, hier drüben muss ich den Diesel reintun. Okay, das heißt, wir brauchen tatsächlich Diesel. Ach, das dauert immer. Dafür brauchen wir The Crude Oil. Ja, das ist aber jetzt illegal. Spiel, das ist illegal. Das kann gar nicht funktionieren. Wir könnten ihn aus dem Dust, den wir versuchen zu erstellen, wieder rauspressen. Das ist aber nicht in der Sache. Moment, der stellt es doch her. Also müsste der das jetzt ja auch herstellen. So, Bitumen, dann haben wir da kommt Flüssigkeit rein. Die maximale Menge gemacht. Das Ding ist, ich brauche vor allem diese Plate. Die hier. Dafür mache ich diese ganzen Runen, genau. Damit ich die habe, damit ich den Terra-Steel komme, damit ich dann an die Elfen-Trade komme, damit ich an die besseren Spreader komme. Weil die Spreader verschwenden sehr viel Mana, die wir da aktuell haben. So, davon können wir 3 machen. Was brauchen wir dafür noch? Ach ja, wir haben keine. Hast du Federn? Tendenziell in irgendeiner Truhe vielleicht. Einstecken habe ich jetzt keine. Warum kriegt der keinen Strom? Kapiere ich das? Ich sehe ein Schwein, ich sehe ein Schaf. Ein Lama. Ist es relevant, in welcher Richtung ich Stromkabel anschließe? Also, wo ich zuerst drauf gehe? Nee, ich denke nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich meine, das ist ja ein Stromkabel. Der Strom fließt ja quasi in beide Richtungen. Ich meine, der ist ja... Gibt es Maschinen, die eine gewisse Anzahl an Strom brauchen, wenn sie nicht kriegen, nicht funktionieren? Oder ist das so ein Nach-und-Nach-Ding? Ist doch so ein Nach-und-Nach-Ding zur Not. Hast du die richtigen Stromdinger reingemacht? Also die richtige Stärke, weil es gibt mittel, klein und groß. Warte, was braucht er denn? Der kann bis zu
Aber das ist ein Reservoir, das kann ich auffüllen. 24.000 kann der nehmen. Ja, aber manche brauchen High Voltage, Low Voltage oder Middle Voltage. Davon abhängig. Ui. Jetzt haben wir die Federn, die wir brauchen. Das ist nice. Das steht jetzt hier so nicht, glaube ich. Also es gibt in die Immersive, gibt es HV, LV. Also ja, also das Kabel ist verbunden, nur der Strom fließt halt nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, warum der, ne, also das ist so ein Stromreservoir, was der auffüllen kann. Ich meine, ich befürchte so ein bisschen, dass ich Biodiesel brauche und der es doch nicht herstellt und ich das falsch verstehe, aber so wie es herstellt, also müsste er es herstellen und mein Coke herstellen. Und vielleicht muss ich hier auch Wasser rein. Ich gebe jetzt hier auch mal Wasser rein. Vielleicht gucken, was passiert. Vielleicht geht es ja. Ich muss auf jeden Fall hier noch irgendwann mal eine automatische Baumfarm hinbauen. Eine automatische Baumfarm? Weil wir sonst niemals hier das Mana konsequent kriegen. Ich hoffe, er frisst das. Er sollte das fressen, oder? Ja, danke. Also ich würde auch verstehen, das tue ich da rein und hier drüben kriege ich das raus. Man, es kann ja gar nicht rauskommen auf der anderen Seite. Ist der Chunk geladen, in dem ich mich befinde? Nee. Dann tun wir den Force loaden, damit er hier immer Mana produziert, wenn auch wenn wir nicht da sind. Oder? Ja, dann brauchen wir eigentlich hier noch eine Baumfarm, dass wir hier dauerhaft Holz oben reinkriegen. Sonst wird das nichts. Ich verstehe aber nicht, warum ihr nichts produziert. Warum produziert man also ein KIF ist doch ein Kilo IF. Das sind doch quasi 1000 EF. 1000 EF? Ja. Wie das Verhältnis EF-IF ist, weiß ich nicht. Nö, aber meine Maschine, die will eigentlich pro... Du kriegst Schaden, wenn du den Strom... Hör auf, ins Stromkabel zu laufen, Idiot. Die will fürs Rezept, will die 512 IF pro Tick. Und ne, wir haben 1000. Also müsste ja eigentlich... Moment, habe ich das Richtige? Wenn wir das haben, mal ja kurz mal gucken. Was kann das MV, HV? Ich habe es MV dran. Das MV kann 8000 RF. Was ist jetzt die RF? Nimm mal als HF, das kann noch mehr. Und wenn das nicht reicht, was ich meine. Kann ja schlecht sein, dass ich zu viel Strom drauf gebe. Oder doch? Mein Fernseher hat es damals nicht gefallen, dass er stark Strom abbekommen hat. Ja, aber also, ne, von der Grundidee, weiß nicht, ob das so Dings ist, müsste er eigentlich, ne, der nimmt sich den Strom aus der Steckdose, den er braucht. Meine Steckdose ist jetzt hier ein Wasserrad und, ne. Ist ja jetzt nicht ganz so professionell zusammengebaut, aber trotzdem. So. Nehmen wir mal das MM. Was war das stärkste jetzt? HV war das stärkste, High Voltage. MV wahrscheinlich Middle Voltage und LV für Low Voltage. Das würde zumindest Sinn machen. Dann nehmen wir doch mal hier. Ich nehme. Wo ist der Unterschied zwischen dem. Es gibt einen Connector. Und ein Relay. Relay für erweitert, also erweitert, für Weitertransportion. Und ein Connector ist halt wirklich zum Verbinden. Okay, gut, also das heißt, da, ich habe schon mal die Richtung. Beim Output des Stroms und beim Input, wo der Strom rein muss, muss der Connector sein, um es zu connecten. Und das Relay ist, wenn es über längere Distanzen verbunden werden soll, dass du es verlängern kannst. Weil die Kabel nur, keine Ahnung, ich glaube 16 Blöcke weit gehen oder so. Okay, ja, das ist doch. Relay wollen wir nicht. Connector für Low Voltage nehmen wir auch mal mit. Jetzt habe ich High Voltage. Ich würde auch anfangen, hier ein bisschen zu fackeln. Guck mal, da ist Holz. Nehmt euch doch welches, nicht nur ihr. Middle Voltage habe ich da. Kupfer dürfte das Low Voltage sein. Testen wir es einfach. Ich teste jetzt einfach mal durch. Ich weiß nicht, sonst muss ich hier YouTube-Video gucken gehen. Eieieiei. Ah, alles klar. Wir brauchen mehr Output. Auf geht's. So, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Mana.
So, machen wir mal den Middle Voltage weg. Ja, Wasserräder weg da. Machen wir erstmal High Voltage. High Voltage Korrektor. Brauchen wir noch das High Voltage Kabel. Ich hätte es gedacht, das ist nur, wenn ich mehr Strom produzieren, also für ja, du kriegst trotzdem keinen Strom, ne? Dich interessiert das reichlich. Vielleicht ist es auch die falsche Stelle. Kann ich den nicht überall dran machen? Terrakotta. Oh. Oh, okay. Ich habe jetzt gedacht, das bietet sich so an und beim ersten Versuch hat es direkt geklappt. Deswegen nehmen wir es einfach mal, aber... Wie, ich kann Wire nicht an denselben Punkt dran machen. Verbiet mir sowas doch nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, ne, das hier ist die Steckdose. Ja, du stirbst, wenn du da durchläufst. Hör auf damit. Ja, lauf noch ein bisschen durch, wenn es dir Spaß macht. Und das hier müsst ihr... Das ist ein Rohrsystem, da kann ich aber bestimmt Wasser oder so anschließen. Die spannen wir auch noch parallel hier drauf. Alles auf den dort. Ja, alles da drauf, damit es schneller gecraftet wird. Das dauert mir zu lang. Und dich noch. Nein, nicht so. Dich noch so machen. Wie sieht der? So. Einfach ein kleines Loch. Gehen wir hier runter. Immer Low Voltage drauf. Dann machen wir das und das weg und dann brauchen wir die drei. Habe ich einen Stick? Ja, natürlich habe ich einen Stick. Gunpowder ist mit denen. Das sind vier Elemente plus. Mana ist mit Mana-Stil ohne Ende. Ach, sogar noch. Drei davon, vier davon. So. Nehmen wir halt mal das Low-Voltage-Kabel. Jetzt sollte das. Du. Achso, ich soll es natürlich auch irgendwo... Ich tue das jetzt wieder da dran bauen. So. So. Geben wir eine Feuerrune. Nö. Davon haben wir auch drei. Leider haben wir nur zwei von den Schwooms. Die zusammen mit dem Stein und der Kohle kommen, okay. Electricity. Muss jetzt wissen, wo ich den scheiß Strom anschließen kann. Geht's oder nicht? Nein, keine Werbung, mach mal weiter. Normalerweise steht auch in dem Buch drin, wo der Strom rein muss. Ja, der hat eine Truhe, ganz professionell, super schön macht er das. Ja, sehr schön, ja. Bla bla bla. So, wenn wir die haben, dann machen wir noch die anderen. Dann haben wir bald alle von den Runen fertig. Dann machen wir diese Plate. Dann machen wir das, damit wir einmal Terra Steel herbekommen. Dafür brauche ich auch noch so ein... Nein, dafür brauche ich einen Mana Diamond. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich einen Mana Diamond dafür brauche. Bitte nicht. Du verdammte Kacke, ich brauche einen Mana Diamond. Das heißt, ich muss die Psi-Scheiße machen.
Außer wir gehen. Oh, geht das? Ah, dafür brauchen wir zu viel Blut. Rockediro, Blut ist im Schuh. Die Dinger, die aussehen wie Steckdosen, sind unter Umständen Steckdosen. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Okay, das ist zu far, aber wir haben ja Relays. Wir haben Relays. Und die werden wir jetzt mal relyen. Das ist ja hier. Böse. Also entweder muss ich die Psy-Kacke doch machen. Psycho-Krieren. Oder ich muss über Blutmagie gehen. Nein, Blood Magic wollte ich eh machen. Wollte gerade sagen, das. Moment, ist da jetzt auch ein. Ja. Es wird Nacht, ich schlafe mal kurz. Aus Sicherheitsgründen. Einfach mal eine Runde. Ich habe mir Sorge gemacht, dass das Endercrafting heißt. Ja, das wird bestimmt keine komischen Dinge voraussetzen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Na gut, kriegt man aus Enderperlen, kriegt man die auch, also ist das nicht so. Ja gut, schlimm. Das ist ja dann entspannt. Wenn Enderperlen nur involviert sind. So, jetzt haben wir 6 von denen. Jetzt machen wir die nächste. Aber die hier nicht. Sondern die hier. Davon kriegen wir leider maximal 4 hin, weil ich nicht mehr von den Pilzen habe. Der ist natürlich jetzt. Leider nicht finde, super vielleicht schick. Noch. Oh, verkaufst du Pilze? Managing Trader? Nein. Also, falls irgendwer von den Dörflern Pilze verkauft, ne? Wir haben da ein paar Dörfler. Die ready wären. Die alles anzudrehen, was du möchtest. Ach, nee. Ich glaube, ich muss mich dann doch um Botany Pot kümmern, dass ich einen von den Dingern aufhebe. Wirklich, die Connection ist kaputt, weil sie durchs Gebäude geht? Arschlöcher. Ich will hier nicht reinfallen. Dann machen wir halt hier einen Stromturm noch hin. So. Diese entspannende Musik macht mich gerade eher aggressiv als entspannt, aber okay. So. Weiß nicht, ob Druck liegt. Okay. Okay. Botany Pot. Flower Pot. Dafür wir haben Strom. Freunde, wir haben Strom. Dinge das passieren. Auch hier haben, oder? Oh. Ja, machen wir nur einen, reicht. Nice. Also wir merken uns, die Dinge, die aussehen wie Steckdosen, wie amerikanische Steckdosen wohlgemerkt, sind tatsächlich Steckdosen. Wo man einfach mal sein Kabel einstecken kann. Okay. Die hier werde ich wahrscheinlich eher nicht craften. Leck mich am Arsch, ist das teuer. Also wir müssen es doch leider händisch machen. Krasser Shit, was für ein Sprung das ist. Von so einem normalen Botany Pot zu einem Hopper Botany Pot. Gib. Ja, den baue ich doch eh. Da bin ich doch gerade dran. Für den Gartenklotsch. Der Gartenklotsch ist ja mein Ziel. Nur bevor ich jetzt das Netherite waste, ne, wollte ich ja mein Graphit haben. Also eigentlich wollte ich das Graphit ganz ursprünglich mal nur haben, weil ich mir dachte, gut, dann können wir mehr Netherite produzieren, da freut der Krieger an sich. Aber dann kam, oh, das kostet eine Menge, also kann ich auch alle anderen Quests währenddessen machen. So, jetzt habe ich das. Komm schon, das. Mach mir ein Petcook. Kommt Erde rein, gell? Oder muss es Spezielles sein? Potzol, Embur, Potzol. Es muss Potzol, Pete.
Kann es keine normale End. Bitte sag, es kann normale Dirt sein. Kann das nicht. Okay. Es müsste theoretisch doch dann im Nether aufgrabbar sein, oder? Was mich tatsächlich noch etwas wundert, wo kommt mein Petcoke raus? Ist das nicht hier das? Ist das nicht das? Doch, ich glaube schon, das ist das. So, nehmen wir uns das gerade mal und dann geht's wieder raus. Wobei wir direkt Richtung Botania gehen könnten, weil wir hier nämlich dann weitermachen. So, dann machen wir hier mal so einen kleinen Pot hin. Dann brauchen wir... Weißt du, wie viele Ticks pro Sekunde passieren? Ich glaube, es sind 20 Ticks die Sekunde. Okay, ja gut, dann kann das hier ein bisschen dauern, weil er immer laden muss pro Tick. Glaube ich. Ja, selbst wenn es nur 25 sind oder 15, ist ja ähnlich. Solange es jetzt nicht irgendwie 1000 sind oder so. Ja, Gesundheit. Mein Husten, aber trotzdem danke. Ach so. Was kam mir so ein halber Nies an? So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal hier von. Haben wir erstmal ein paar Browner Mushrooms gemacht. Ja, wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht, das ist ja klar. Da können wir ja auch erstmal nichts dran ändern. Können ja parallel mal gucken. Da haben wir den Gartenklatsch. Enderium. Was ist das Mich-Verhältnis? Zwei Enderperlen, drei Leads und ein Diamantdust. Otteny, hier, Brewing, was brauchen wir dafür? Rune of Mana machen wir sowieso, ist also quasi geschenkt, sehr gut. Schön, wenn mal etwas quasi geschenkt ist. Ich traue dem nie. Den können wir mal. Rune of Mana machen wir, das heißt, ich brauche einen Brewing Stand. Also holen wir uns mal ganz kurz einen Brewing Stand. Was ist hier noch drin? Konstantan, die lassen wir mal hier raus. Hier wäre Terrakotta gewesen. Gar nicht, welchen craften müssen. Ja, so ging es mir letztens auch, deswegen haben wir Terrakotta. Wie das mit normalen Stone oder muss das Spezielles sein? Speziell sein. Das ist die Frage, kann ich auch einfach direkt einen Diamant nehmen, aber das ist wahrscheinlich dann too much. Das heißt, ich müsste einen Diamanten Dutch einen Diamanten nehmen und den crushen. Wir haben ja ein Enderidium Ingot. Deathrock, zieh mal eine an. Und wir haben auch Enderidium Nuggets. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich nur eins herstellen. Uff, schmeiß mal schneller da raus. Los. Los. Weil ich habe hier Frames. Das heißt, 100 pro
wird unten kein Stahl mehr hergestellt. So. Sag ich doch, ist voll, es wird kein Stahl mehr hergestellt, ich habe Frames. Da ich das gerade sehr angenehm fände, würde ich die Produktion auch noch nicht wieder anschmeißen. Das. So, jetzt als nächstes brauchen wir die Mana. Wie heißt das? Rune of Mana. Okay, was hast du gerade gesagt? Die Folge ist vorbei. So viel. Nein, habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Ich habe das aber so verstanden. Brauche ich 3, 4, 5, 6, sagen wir mal 8, um auf Nummer sicher zu gehen. Und 8 mal 4 ist 32. So. So. Schmelze er es. Reicht's nicht? Nee, du bist nicht mehr voll genug, aber du schon. So, einmal von dir. 1, 2, 3, 4, 5 von dir. Sehr schön. Wir haben da auch nichts mehr drin, oder? Lit ist die Farbe. Ne, sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir einfach ganz entspannt ein paar Ingots da draus. Aber ich würde trotzdem jetzt die Folge verunten. Dementsprechend sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein. Bye bye. Auf Wiedersehen.